So, da sind wir wieder zurück zu Villa Club Los Angeles. Ich bin der Busidefinder, hallo. Wir sind gerade mit unserem etwas leicht tödlichen Datsun Nissan, in Annie Serie. Ich hätte neue Reifen draufsetzen müssen. Ich ärgere mich gerade darüber. Aber das können wir jetzt gleich beheben, indem wir die nächste Rennen der Serie machen. Yay, das wird total lustig. Das Auto benimmt sich wie ein Driftauto. Ich habe keine Lust darauf. Hey, wollt ihr einen Driftbild sehen? Das war natürlich total geplant. Guck mal, mein Nissan sieht überhaupt nicht aus, als wäre er auseinandergefallen. Aber zumindest Dampf ohne Ende hat er. Guck mal, was der alle da am, Ja, ich bin Angie. Ich muss mich mit Alkohol künstlich hochboosten. Wohin? Ach, scheiße, noch folgen. Oh, mein Nissan entwickelt sich wieder zur Driftmaschine. Meine Nachbarn müssten sich auch schon denken, was geht denn mit dem schon wieder ab? Wow. Alter, habt ihr das gesehen? Das war, hier, Angie, tschüss. Aha. Nein, Angie, hör auf! Anne. Die Alte ist nonstop Nitro am Nehmen. Die nervt. Wow, 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 nein, please don't do that. Oh, nein. Hi. Nein, meine Superturbine aktiviert sich nicht. Ach, dann leck mich, dann mache ich das halt aus pure Leistung. Ich brauche kein DRS, um gut zu sein. Nein. Ich bräuchte nur ein paar vernünftige Reifen. Au. Au. Don't get cocky, Slick. Tschüss. Ja, jetzt nutze ich es natürlich auch aus, jetzt wo ich weiß, dass ich es habe, ne? Also, das war ja klar gewesen. Wow. Nein. Komm, zieh, Alter. Was geht denn da vorne ab? Let's go, come on. Nitro nehmen und abgehen. Cool. Der Hubschrauber da drüben, ey. Alter, meine Karre sieht aus. Alter. Habt ihr gerade das Radio gehört? Wie so ein altes AM-Radio. Ach, hier meine Lieblingsstelle. Oh Gott. Okay, noch bin ich gut dabei. Nehmen wir mal ein bisschen weiter außen, damit ich mehr Topspeed drauf habe. Oh, Alter. Ja, und weil er schlimm driftet, natürlich auch. Okay, im Tunnel klingt der relativ geil, muss ich sogar sagen. Aber das klingt halt nicht wie ein 280er. Ja, nice, gewonnen. Das ging doch gut von der Hand. Das ging gut von der Hand. Ja, Ast rein. Tausender kriegen wir. Den können wir auch definitiv jetzt in Reifen reinstecken. Mal gucken, ob wir noch von der irgendeine E-Mail bekommen. Ach komm, ganz ehrlich, Leute, da können wir auch mal eben schnell selber, glaube ich, hinfahren, oder? Guck mal, das ist ja nicht weit. Fahr bei Max Burger. Oh! Take it off someone stupid enough to go against me. Your ego could use some therapy. Get some Mac Burger. Pink Slip, Alter. Pink Schlipper, geiler pinker Schlipper. Aber bitte nicht von Eni. Ich mag die irgendwie nicht. Keine Ahnung, die gefällt mir irgendwie nicht. So, wo ist denn hier? Da ist er. Hallo. Hollywood Automobile, Old Hollywood. Und das tolle Lied von Snoop Dogg, was ich... Mann! Alter, ich... So eine Musik macht mich aggressiv, ne? Nur mal so. So, Reifen, genau. Wir haben schon neue Reifen drauf.
Stabilisatoren könnten wir eigentlich auch wechseln. Elektronik. Natürlich die Federn könnten wir auch wechseln. Oh, kacke, was wechseln wir jetzt? Okay, mit Elektronik ist, okay, ich dachte, da wäre was anderes mit gemeint. Okay, das wäre zu teuer. Das wäre auch zu teuer. Komm, dann bauen wir die zwei Sachen ein, oder? Dir so. Das wäre auch zu teuer. Ja, komm, dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Handling. Alter, ich weiß nicht, ob ich diesen Pink Slip jetzt wirklich machen möchte, wa? Ich habe da schon wieder so ein leichtes Übelkeitsgefühl drin. Wo wollte der denn nochmal machen? Bei McDonald's Burger, ne? Ja, genau. Ich soll doch nicht McDonald's machen, das ist eine Produktplatzierung. Wow. Ich warte an... Just lose your shirt and head out to the burbs? Please. I'll be on Ocean Ave in Santa Monica if you want to hang out. Angie, warum nehme ich die immer automatisch Angie? Annie hat keinen Bock mehr auf Hollywood. Die könnte da durchdrehen am liebsten von. Diese Frau. Wow. Ich bin echt gespannt, wer da sein Auto verwetten will. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe das Spiel ab dem Zeitpunkt jetzt nicht mehr wirklich im Kopf. Doch, ich kann mich daran erinnern, dass irgendein Typ mit Mercedes mich herausfordert und so was. Ich habe keine Ahnung. Du scheiß Golf, ne? Habe ich schon erwähnt. Komm, Alter, komm. Ich möchte jetzt echt... Wir müssen nach dahin. Boah, Alter. Okay, der driftet immer noch ein bisschen, aber das hält sich in Maßen. So, wer möchte jetzt... Boah. Alter, ich bin echt gespannt, ohne Scheiß. Der mit dem Pontiac? Den Pontiac nehme ich gerne. Was ist das Pink Slip Ding denn? Du kannst dein Fahrzeug in einen Pink Slip setzen. Der Winner bekommt beide Autos natürlich, ne? Was sollen wir machen, Leute? Ich meine, der Datsun ist jetzt nicht wirklich schlimm, wenn er weg ist. Na, den kriegt man günstig hinterher und... Oh, ich weiß nicht. Ja, ich will, ja. Möchtest du wirklich um Autos fahren? Warnung, wenn du dein Fahrzeug schrottest oder das Rennen verlierst, beendest du und verlierst das Auto. Ja, ich will diesen Firebird. Ich will diesen fucking Firebird. Ich will den haben. Warum ist das Bild gerade so unscharf? Wenn das Spiel jetzt abscheißt, rast dich aus. Danke. Okay, das Rennen ist auf Mittel gestellt. Das wird nicht schlimm, also. Alter, ich will dieses Auto! Alter, ich will den. Ich hab noch nie ein Auto jetzt gerade so hart gewollt. Nicht mal der Mitsubishi wollte. So krass wie das Ding jetzt. Warum gehe ich auf den Firebird so ab? Ich habe keine Ahnung. Ich kannte mal jemanden früher, der hatte das Ding gehabt. Der war so geil gewesen. Boah. Und dann kam... Ach, Mann, ich lasse es jetzt. Die Umweltscheiße hat echt einiges kaputt. Oh! Das war geplant. Nissan, hör auf. Oh. Nissan. Okay, ich habe meinen EMP. Wenn er noch in der Nähe kommt, dann baller ich den damit jetzt gleich ab. Alter, ich will dieses fucking Auto. Ich will dieses fucking Auto haben. Ich hab die falsche Taste gerückt. Ich krieg grad Panik. Oh, der Typ hat auch einen Fehler gemacht. Oh. Ich hab voll Panik bekommen jetzt. Ey. Lieber Zero Dawn LP, du kannst mit deinen Horrorspielen ankommen, wie du willst. Aber wenn du in einem Rennspiel und ein Auto wettest. Oh, das ist mir gerade schwindelig geworden, ey. Boah. Ich hab mich gerade mehr erschreckt als in der ganzen Amnesia-Aufnahme, die ich mal hatte. Ich will dieses Auto haben, ohne Scheiß. Oh Gott, ich drifte. Nein, da hätte ich rein...
Aber wobei geradeaus geht auch, das ist auch in Ordnung. Ich drift halt voll die ganze Zeit rum, Alter. Kann ich da rein? Ja, da kann ich rein. Okay, dann gehe ich da auch rein. Ab durchs College. Weg da! Ihr scheiß Studenten. Aus euch wird sowieso nur Bürokraten. Die anderen Familien das Geld wegnehmen. Also geht weg. Von meinem Nissan. The Mighty Datsun. Ich hasse das, wenn irgendwelche Engländer Mighty sagen. Das klingt immer so wie winzig. Weiß ich, Mighty klingt für mich immer wie winzig so von der. Boah, hört auf, so rumzudriften, verdammt. Hör bitte auf, ich will dieses Auto haben, Mann. Boah, Alter, wir kriegen das gleich. Please. Chris, please. Nein, mein Nitro war ja alle. Ah, das schaffen wir locker. Alter, ja, geil. Ich will nicht so. Ja. So klingt manchmal bei Justin Bieber, ich mach das bei Autos. Cool. Gibt natürlich kein Geld und Jackie Chan's Pontiac. Geil, Alter. Jackie Chan's Pontiac. I stole this Trans Am off this guy last week. So I guess this is karma smacking me in the face, huh? I'll take it to Carol's. Geil. Ich will zur Werkstatt, ohne Scheiß. Ich will dieses Auto jetzt sehen. Ich weiß, dass wir natürlich jetzt gar kein Geld dafür haben, den irgendwie umzubauen oder so. Boah, geil. So. Firebird. Boah, Alter, der geht ja richtig ab. Alter. Aber vielleicht können wir ein paar Sachen gratis verändern, weil ihr wisst ja, ich mag die Autos von der KI generell nicht, die bauen immer Scheiße um. Ich muss mal ganz schnell was gucken hier. Okay, alles cool. Ich dachte gerade, ich hätte eine Folge überschrieben. So. Modifizieren. Farbe machen wir jetzt noch nicht. Das Ding bleibt erstmal dieses Kackbraun, weil ich, ja, kann nicht. So. Was haben wir denn hier so an Schürzen? Tatsächlich geht die sogar, die da drauf hat. Die nehme ich sogar. Scheinwerfer, was haben wir hier so? Oh Gott. Das hat aber auch irgendwie was, muss ich sagen, ganz ehrlich. Aber, ah komm, Alter, gibt nichts über, ne? Haube muss nicht sein. Wir haben, Lufteinlässe ist dieses Ding, was oben, ja, genau. Da, Alter, der muss einfach mit drauf. Whitebody. Felgen. South Central. Haben wir irgendwelche Muzzlecar-Felgen für ihn, ja? Tiss. Ja, die halt wieder. Die hatten wir ja auch schon auf den, ne? Wobei, so welche kannst du bei dem eigentlich auch drauf machen, ne? Oder so. Komm, wir bauen mal die ein. Abmessung. Mal 18 Zoll. So. 30. Alter. What the fuck? Machen wir mal halt so. 45. Auch 45. Das soll ja schon alles passen. Kann ich nicht. Okay, dann machen wir halt so. Weil es ein Muscle Car ist, können wir den sowieso, hinten ein bisschen höher machen. Sieht ja schon ganz geil aus, wenn die sowas haben. Bremsen. Ne, das ist mir alles zu teuer. Jetzt weiß ich auch, wo das ganze Geld hingeflogen ist. Innenraum lassen wir auch erstmal alles so. So. Heckstoßstange. Welche haben wir denn drauf? Aber die gefallen mir eigentlich alle nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich baue wieder Serie drauf. Ich mag dieses kurze. Spoiler. Kein Spoiler. Nimm mal wieder das Serien-Spoiler. Boah, geil. Rücklichter. Ist Serie und bleibt auch ehrlich gesagt Serie. Auspuffanlage ist auch Serie. Können wir eigentlich auch Serie lassen. Kennzeichen können wir lassen. Nehme ich natürlich wieder ein anderes Bundesstaat. Maine. Missouri. Nevada. Nevada ist gut. Nevada ist cool. Der Wagen kommt aus Las Vegas. Ein bisschen Tönung wieder. Kennt ihr ja.
Ich mach das hier mal ganz gerne. Hatte er sogar schon gehabt. Türschwellen-Dinger. Können wir tatsächlich sogar... Ah, die sehen auch geil aus, ne? Machen wir so, komm, lass so. Seitliche Auspuffanlage. Komm, machen wir die drauf. Front, ja, haben wir ja. Wie viel kostet das? Kann ich mir erlauben, ne? Ja, ein 100er hat das jetzt nur gekostet. Dann natürlich Spezialfähigkeit. Machen wir wieder EMP, weil ich halt damit super umgehen kann. Einmal rausgehen. Oh, da ist die Folge schon zu Ende, Leute. Alter. Geil. Echt geil. Oh. My Ride Online, ja, toll. What the fuck, das ging damals? Oh, 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 ich mach langsam, ich mach langsam. Alter, Leute, der Pontiac ist geil. Echt cool, ohne Scheiß. Ja, dann würde ich sagen, was ist das für diese Folge? Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und euch gefällt das neue Auto, was wir gewonnen haben. Also, ich bin hin und weg damit. Oh, Alter. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Könnt ihr der Folge ein Like dalassen, wenn die euch gefallen hat. Für mehr an Midnight Club Los Angeles natürlich abonnieren. Und für mehr Boost-Zeit, wenn ihr guckt, das Social Media ist in der Videobeschreibung drin alles. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.